So, liebe Leute, wie ihr sehen könnt, habe ich schon begonnen. Ihr könnt mich jetzt nicht ganz sehen, aber das ist auch ziemlich abenteuerlich, was ich mir jetzt hier aufgebaut habe. Die Kamera auf der Fensterbank mit Tempos und Tüchern abgesichert. Ja, es geht ja auch nicht um meine Visage, sondern wie da die Seiten drauf kommen, ne? Okay, los geht's, liebe Leute. Ich zeige euch erstmal, ihr habt gesehen, ich habe schon angefangen. Ich habe einfach noch zwei Seiten übrig gelassen, die noch drauf müssen. Einmal die D-Seite, ne? Das ist ja auch eine stahlumwickelte Nylonseite, die immer so gerne reißt. Und einmal die G-Seite, pures Nylon, die muss ich auch noch machen. Aber um es mal vorwegzunehmen, um wirklich komplett neue Seiten aufzuziehen, das alte runter, ich zeige es mal wirklich nacheinander. Ne? Da gibt es so eine schöne Kurbel, seht ihr? Die könnt ihr oben am Wirbel ansetzen und dann geht das alles viel schneller als mit den Händen rumdrehen. Ne? Vor allen Dingen das Seiten runterkurbeln, damit man sie lösen kann, dauert ja ewig, ne? Je nachdem, wie viel ihr Umdrehung ihr aufgewickelt habt. Damit fange ich mal an. Ich würde das gerne zeigen. Dann habe ich die Gitarre natürlich alle Seiten runtergenommen und erstmal richtig geputzt. Man glaubt gar nicht, also ich zeige euch jetzt mal was und nicht denken, der Söder wäscht sich nie die Hände. Ne, was da allein vom Griffbrett runterkommt, sieht dann so aus, ne? Ich hoffe, man kann das sehen. Also schmuddelig bis zum geht nicht mehr. Das ist natürlich der Handschweiß. Also ihr wisst ja, es laufen ja keine Konzerte und es gab ein paar Gartenkonzerte im letzten Sommer. Also da war ich auch ziemlich faul und habe seitdem keine neuen Saiten mehr aufgezogen. Also so viel kommt allein an Dreck runter von dem Gitarrenhals. Und das würde ich euch dringend raten, das auch schön zu wienern. Gemacht habe ich das mit diesem Zeugs. Klar, auch Musikgeschäfte haben nicht mehr auf, aber es gibt ja Onlinehandel, halte ich auch mal in die Kamera. Damit lässt sich das wunderbar putzen. Das ist eine Politur, allerdings nicht auf die Seiten, ne? Nur für das Holz ist das und nicht in die Mechanik. Ne? So ähnlich wie so eine Möbelpolitur. Ja, kostet etwa 6, 7 Euro, glaube ich. Ne? Guitar Polish Cleaner ist hier von Dunlop. Könnt ihr sehen. Ne? Ja, hält so ein halbes Jahr. Kann man damit putzen. Ne? Gleich mal zur Häufigkeit des Saitenaufziehen. Also ich mache es immer so, nehmen wir mal an, ich spiele zwei Konzerte im Monat. So. Und im Abstand von 14 Tagen. So, da würde ich vor jedem Konzert auf jeden Fall neue Saiten aufziehen. Das wundert euch jetzt vielleicht und ich weiß es auch von meinen Gitarrenschülern, insbesondere die noch nicht so lange dabei sind, die immer denken, oh, kann ich auch ein halbes Jahr oder ein Jahr drauflassen? Nein, auf keinen Fall. Klingt dann einfach nicht mehr so brillant. Also insbesondere die stahlumwobenen Basssaiten, da bleibt der Handschweiß drin hängen. Ne? Die sind ja aufgewickelt, also umwickelte Nylonsaiten mit Stahl. Und deswegen bleibt da so richtig schön der Handschweiß drin hängen. Deswegen mache ich auch nach jedem Konzert, auch ganz wichtig, nehme ich immer sowas. Ich hoffe, man kann das sehen. Fast Fret nennt sich das. Habe ich hier von GHS. Auch keine Ahnung, 6, 7, 8 Euro, ne? Kriegt man auch beim Onlinehandel. Womit ich natürlich mit einem fusselfreien Lappen, ganz wichtig, ne? Nicht so einen dreckigen dann, da habe ich die Gitarre mit geputzt, sondern auch wieder so ein Leinentuch oder so, gehe ich dann nach Konzerten oder nach dem Üben immer mehrmals über die Saiten richtig kräftig drücken und da kommt dann schon eine Menge Dreck aus den Saiten raus. Das ist ganz logisch, nicht weil ihr schmutzige Finger habt oder ich, sondern der Handschweiß bleibt eben auf den Saiten hängen und nach einer Weile geht dann auch die Brillanz verloren. Ne? Das heißt, nehmen wir mal an, ihr spielt sowas im Schnitt von 3, 4 Mal die Woche, ein halbes Stündchen. Also da würde ich mindestens alle 4 bis 6 Wochen dann auch neue Saiten aufziehen, weil es klingt dann einfach nicht mehr so schön. Ne? Jetzt gibt es natürlich auch spezielle Saiten. Ich zeige mal hoch gleich, die ich verwende. Wo sind sie? Ne, so sieht das übrigens abgewickelt aus. Ne? Das sind die abgewickelten Saiten. Restmüll und deswegen drehe ich die immer einmal so zusammen. Die sind natürlich jetzt Asbach uralt, ne? Aber nehmen wir mal an, ich habe Saiten nur 2 Wochen drauf gehabt, da hebe ich dann auch gerne nochmal die D-Saite, die ja ganz häufig reißt, auf, weil die noch nicht so richtig abgenudelt sind, ne? Dann hat man immer mal eine Ersatzsaite dabei, ist sowieso wichtig, falls ihr soweit seid und Konzerte gibt oder mit der Gitarre unterwegs seid, immer einen Satz Ersatzsaiten mitnehmen. Und am besten die D-Saite 2 bis 3 Mal, weil die reißt wirklich häufig, also gerade so bei Hitze im Sommer reißen die sehr, sehr gern. So, jetzt zeige ich euch mal den Satz, den ich genommen habe. Ich nehme gerne die Proarte D'Addario. Ich glaube, der Preis ist sogar zu sehen. Kriegst du aber auch für 9,90 Euro. Allerdings kriege ich auch ein bisschen Rabatt.
Und deswegen, die zeige ich jetzt mal, würde ich aber Anfängern jetzt nicht empfehlen. Ihr könnt es vielleicht sehen, die sind jetzt Normal Tension und natürlich vor Classical Gitarre, ne? Nicht jetzt irgendwie Stahlsaiten für die Western-Gitarre nehmen. Ich hoffe, ihr könnt alles sehen. Die benutze ich, aber wie gesagt, nicht jedermanns Sache. Und die sind mit Medium Tension, Normal Tension schon nicht mehr so weich. Für Anfänger würde ich empfehlen, empfehle ich auch meinen Gitarrenschülern immer. Steht zwar auch Medium Tension drauf von Augustine Roth, aber die sind wesentlich weicher, also leichter zu bespielen für den Anfang. Man braucht nicht ganz so viel Druck. Die Spannung ist zwar dieselbe, aber sie lassen sich leichter runterdrücken. Das hat mit der Beschaffenheit der Saiten zu tun. Da gibt es ja auch ganze Bücher drüber. Ihr könnt da zwischen 20, 30, 40 verschiedensten Firmen oder Modellen wählen, aber ich würde immer weiche Saiten empfehlen und diese sind preislich auch sowas bei 6, 7 €. Das geht eigentlich noch, ne? So, für die Stahlseiten habe ich jetzt nichts drauf gemacht, aber vielleicht deswegen auch mal, falls ein Veranstalter zuhört, ne? Wenn man sich das mal vorstellt, ich gehe meistens mit mindestens drei Gitarren auf die Bühne, also diese Konzertgitarre für die Picking und klassischen Sachen. Dann ja, kann ich jetzt nicht hinleuchten. Meine Ovation-Gitarre kennt ihr ja, die Stahlseiten- bzw. Western-Gitarre. Dann habe ich noch eine Lakewood-Stahlseitengitarre, kann man auf meinen Videos sehen oder Bildern. Die habe ich offen gestimmt, also Open Tuning nennt sich das. Das ist noch eine ganz spezielle Technik, die auch so Leo Kottke benutzt, kennt man vielleicht, Uli Bögershausen, Peter Finger. Ne? Das Loch in der Banane auf meiner Website ist mit Open Tuning gespielt. Also da ist die Gitarre einfach anders gestimmt. Ne? Nicht G-A-D, G-H-E, sondern D-A-D, Fis-A-D. Habe ich die dann umgestimmt. Ne? So kann man die dann natürlich, hat die einen ganz anderen Sound und man kann sie für spezielle Stücke, nämlich Open-Tuning-Stücke, verwenden. So, was fehlt jetzt noch? Die alten Saiten habe ich euch gezeigt, das Putzzeug habe ich euch gezeigt, den Dreckslappen habe ich euch gezeigt. So, jetzt kommt noch, ja, genau, meine anderen Utensilien sind dann noch, die ich dann brauche. Ich halte das auch gleich mal in die Kamera. Ist so eine kleine Zange, ne? Seht ihr? Damit kneife ich die Saiten, kann man das sehen. Ich halte das mal in die Kamera. Dann da hinten ab, ne? Jetzt schlabbern die dann noch auf der Seite rum. Auf keinen Fall so lang lassen, weil durch die Vibration zerkratzt dann die Decke, ne? Also die werden dann gekürzt. Ich kann es schon mal zeigen. Ah, mache ich am Schluss, wenn alle drauf sind. Okay. So, dann habe ich noch eine Zange, wo ich dann nochmal, also eine Flachzange, seht ihr? So ein kleines Ding, wo ich dann hier hinten nochmal richtig schön ziehen kann, dass der Knoten dort auch fest sitzt. So, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Jetzt zeige ich mal mit der D-Seite, wie ich das mache. Und ich hoffe, man kann das sehen. Das müsst ihr entschuldigen. Ich habe viel zu spät angefangen, gestern rumzutelefonieren, wer denn mal die Kamera halten könnte, weil ich mir das schon gedacht habe, dass das nicht so einfach wird. Habe hier auch ein Handy liegen, vielleicht mache ich noch ein paar Bilder von den Knoten. Aber vielleicht kann man es auch so einfach sehen. Ich halte schon mal die Knoten in die Kamera. Müsste man schon so ungefähr erkennen können. Das ist hier auf der Stegseite. Ne? Fange ich so an, wie das verknotet wird. Und das werde ich gleich mal tun. Die Kamera habe ich schon auf Zoom und ich hoffe, man kann es sehen. So, ich nehme also die D-Seite. Das Stück ist meistens ein bisschen verklebt, ne? Dadurch, dass da sowas dran klebt, oder welche Seite das ist, das nehme ich natürlich dann auf die Seite, wo die noch raushängen. Ne? So, ich hoffe, man kann es sehen. Spannend, ne? Keine Ahnung, wird man dann sehen. So, hier geht es durch das Loch. Ne? Ich bin ja bei einer Konzertgitarrenseite. Ich zeige nochmal kurz die Stahlseitengitarre hoch. Jetzt muss ich aufstehen. Jetzt gucke ich mal so, und man muss ja noch für den Knoten noch ein bisschen was länger stehen haben. Ne? Natürlich gucke ich jetzt auch, wie lang ist sie, damit sie hier hinten auch noch aufwickelbar ist an den Wirbeln. Kann man jetzt auf der Kamera nicht sehen, ist egal, das kennt ihr ja. Ne? So, jetzt kommt's. Ihr habt sie jetzt so in der Hand. Müsste zu sehen sein. Ne? So, jetzt geht's los. Einmal darum, dann habt ihr so eine Schlaufe. Ne? So. Einmal rum durch die Schlaufe ziehen, zack. Dann habt ihr einmal, jetzt nochmal dasselbe, wieder durch die Schlaufe ziehen und habt ihr, wenn ihr so wollt, einen Doppelknoten. Ne? Das ist wichtig, weil der hält bombenfest. Ne? So, jetzt ziehe ich so langsam zusammen, die Schlaufe zieht sich zusammen, seht ihr? Jetzt muss ich nur noch aufpassen, dass ich das hier hinten schön festkriege. Seht ihr? Und nochmal. So. Jetzt ist das hier hinten bombenfest und ich kann sie dann auf der anderen Seite aufwickeln.
Das mache ich jetzt mal und ich hoffe, man kann das sehen. Ich habe hier extra so ein Kissen hingelegt, damit die Gitarre noch etwas höher ist. Aber ich glaube, das ist zu sehen. Achtung, dazu stelle ich sie jetzt auf. Ja, müsste zu sehen sein. So, jetzt seht ihr schon, dieses ganze Zeug steht dann über. Das kann man dann nachher auch mit der Zange abkneifen. Nicht zu kurz, sonst rutscht das dann aus dem Loch raus. Und hier jetzt auch mal ein Trick. So, D-Seite geht so durch das Loch. So, dass man sie auch oben wieder rauskriegt. Ne? Das nervt einfach immer hier. Kann man auch vorher abschneiden, aber ich kann Lust zu jetzt so. Jetzt gucke ich so. Ich hoffe, man kann sehen, dass auch noch genug übrig ist, ne, zum Aufwickeln. Also nicht so, dann habt ihr ja nichts mehr zum Aufwickeln. Auch nicht zu lang, sonst seid ihr hier oben mit der Wicklung schon am Ende und habt keinen Platz mehr. Und dann sollte man nicht übereinander weiterwickeln. Ne? Also wie so eine Rolle, nicht wie eine Kabeltrommel, dann zig Schichten übereinander. So, aus Erfahrung weiß ich, so handbreit etwa. Ne? So, jetzt ist auch noch wichtig, wenn ihr aufzieht, dreht ihr von euch weg. Also die Wirbel von euch wegdrehen. Dieser links-rechts herum ist ja egal, wie man die Gitarre hält. Also, jetzt kommt wieder ein Trick, womit das super hält. Und zwar gehe ich auch. Ich schneide das doch mal ab, weil ihr könnt das bestimmt nicht erkennen. Das nervt ja hier. So, nicht zu kurz. Ich lasse so etwa einen guten Zentimeter, anderthalb stehen. Zack, weg damit. Weg damit. Und weg damit. Und bis jetzt unten. Weg damit. So, jetzt kann man es besser sehen. Also, ne? Ich mache mal hier noch das Licht besser drauf. Okay. So, ich hoffe, ihr könnt es sehen. Ah, okay. Ne? Also handbreit etwa so über dem Hals. Und jetzt kommt es. Jetzt muss ich mich mal entscheiden. Will ich jetzt nach innen aufwickeln oder die Wicklung außen aufwickeln? Von dem Loch aus gesehen. Und hier seht ihr, es ist ratsam, möglichst gerade zu bleiben, ne? Dass die Seite hier nicht kantet. Da reißt sie dann auch ganz gerne. Ne? Und da ich hier sehe, ups, da ist wohl besser, ich wickel dann nach innen auf, ne? Weil da ist ja noch jede Menge Platz, mache ich es so, ich habe es durchs Loch gesteckt, einmal unten durch, schwupps, schön festziehen und seht ihr, jetzt habt ihr da auch wieder so eine Schlaufe. Ist jetzt ein bisschen lang geworden, ich mache ein bisschen kürzer. So, seht ihr, jetzt habe ich da auch wieder so eine Schlaufe. Die schön auf Zug halten, Zeigefinger drauf, festhalten und innen jetzt aufwickeln, nach innen. Damit außen ist jetzt die Seite und schwabbelt da rum. Ne? Der Rest. Kurbel, 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 Kurbel. So, jetzt mache ich sie schon mal hier in die Rille vom Sattel. Ne? Das ist der Steg da unten, das ist der Sattel. Und dann mal so langsam, dass sie auf Zug kommt. Seht ihr, und es hält schon. Ne? Durch diese Schlaufe zieht die sich von selbst fest. Macht ihr das nicht, dann rutscht euch die immer wieder aus dem Loch raus. Kann man auch machen, ist eine Geduldssache, aber so dumm würde ich nicht sein. Nehmt die Schlaufe, so, die zeige ich jetzt auch mal in die Kamera. So sieht dann die Schlaufe aus. Ich hoffe, man kann das sehen. Ne? Ja, jetzt wird weiter aufgewickelt. Und zack, ist die D-Seite auch drauf. Ich stimme doch gar nicht, bin erstmal nur ein bisschen auf Zug. Auf der Seite sieht es jetzt so aus. Ne? Schepper, ich hoffe, man kann es erkennen. So, jetzt folgt noch die dickste Nylon-Seite, nämlich die G-Seite. Jetzt muss man ein bisschen Platz schaffen. Dass ihr das wisst, ne? Ich habe jetzt nicht alle 6 Seiten zeigen wollen, es hätte über eine Stunde gedauert. Also mit Putzen und so, ich nehme mir da richtig Zeit. Schließlich ist das mein Arbeitsgerät, das Wichtigste bei meiner Arbeit. Und da gebe ich mir auch alle liebevolle Mühe, damit das auch alles richtig schön ist. Ne? Hier, weil wir diese Klebekram dran, das nehme ich jetzt nicht hier. Das lasse ich dann überstehen auf der Seite und schneide es ab. So, ich hoffe, man kann es sehen. Machen wir hier das Licht noch besser hin. Meine größte Panik ist, dass die Kamera dann noch von der Fensterbank knallt. Mit Tempos hochgestellt und schräg gestellt. So, kann man das sehen? Ich hoffe es. Hier geht es durch das Loch. Das ist schon immer ein Fummelkram. Ich sehe gerade das ganze Loch nicht, weil es so blendet.
Ich soll von der anderen Seite machen, ist dann einfach. Von der Seite. Aber da kommt sie dann auch nicht hoch, das ist nicht so prickelnd. Ich mache die hier mal fest und schlage die nicht rum. Wichtig ist immer cool bleiben, ne? Ist halt Fummelkram. Ich kann das verflixte Loch nicht richtig sehen. So, jetzt. Kommt sie auch schon. Ich hoffe, man kann es sehen. Ja. So, wieder ein bisschen durchziehen und checken, wie viel habe ich noch zum Aufwickeln. Ist ja der letzte Wirbel hinten unten. Ne? Ja, das reicht. Jetzt klemme ich die wieder irgendwo fest, weil das echt nervt, wenn die da immer rum eiert. So, könnt ihr sehen? Ich hoffe es. Also, wieder so in die Hand nehmen, zwischen Zeige und Daumen. Einmal Schlaufe. Einmal unten rum, durchstecken und das Ganze nochmal durchstecken. Und schon habt ihr euren Doppelknoten. Jetzt zieht ihr das wieder zusammen. Das andere muss dann natürlich weg, dass das dann nicht mit reinkommt. So, jetzt kann man die Schlaufe schon wieder zusammenziehen. Man könnte auch sagen, hier, wie heißt das nochmal von dem Dings da, den Nippel durch die Lasche ziehen. Komme ich gerade nicht auf den Namen. Mein Krügel. So, seht ihr? Und jetzt kann ich mal zeigen, wozu die anderen auch noch gut wären. Man rutscht auch ab, man hat Schweißfinger und die verflixten Nylonseiten sind eh eine Herausforderung. So, um hier ein bisschen mehr Zug drauf zu kriegen hinten, seht ihr, das ist nämlich ganz wichtig, dass der Knoten, also das Ende, hinter dem Steg ist und nicht da oben, dann flutscht es wieder raus. Ne? Ist mir aber überall ganz gut gelungen. Ja, so, jetzt wieder setzen, meine Unterlegkissen. Sehen. Schwupps. So. Ja, ne? War ein bisschen duster, ne? So vielleicht. So, jetzt bin ich hier beim letzten Wirbel. Ja. Also auf der unteren Seite. Wieder durchs Loch stecken. Da ist es. So ein bisschen kicken. Ja, handbreit vom Schallloch oder vom Griffbrett, ne? Das reicht zum Wickeln. So, jetzt schaue ich, oh, geht doch sehr schräg nach außen. Ne? Wie gesagt, hier kritische Stelle, ist natürlich ein bisschen kantig, kann da reißen. Also wickle ich natürlich schlauerweise jetzt nach innen auf, ne? Das heißt nach hier. Bedeutet, ich muss einmal unter durch und das Ende nach außen. Ja, jetzt habe ich dann hier wieder die Schlaufe, die sich von selber festzieht, ist jetzt ein bisschen lang geworden. Ich stecke noch mal mehr rein. Das kommt hin. So, seht ihr? Schlaufe. Wieder schön auf Zug halten. Zeigefinger rauf und schon hält's. Und Kurbel, 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 Kurbel. Boah, schon 18 Minuten. Ich dachte eigentlich, das dauert 10, 12 Minuten, die beiden Seiten. Naja, aber viel gelabert. Ne? Erklärt. So. Die ist auch drauf. Ups, die ist jetzt aus der Schiene gerutscht hier. Ist nicht so gut. Kurbel, 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 Kurbel. Hier kommt sie schon. Kann ich jetzt auch schon mal hier abkneifen. Mini-Seitenschneider, ne? So, nicht zu kurz, dass er da durchflutscht, das ist wichtig. Zack, fertig. Achso, die kann ich auch mitmachen hier. Die ist wieder unten. Also schneide ich sie auch unten ab. So, das ist hier schon mal ein bisschen übersichtlicher, das Ganze. Ne? So, jetzt kommt noch das Stimme. Ne? Also so sieht das Ganze aus. Ich zeige es hier nochmal. Ich hoffe, man kann es erkennen, die Knoterei. Ja, ich zeige es hier nochmal. Ich weiß nicht, wie viel da zu sehen ist. Müsste gehen, ne? Könnt ihr bestimmt sehen, ne? Ja. So aufgewickelt, dass die Seite möglichst gerade durch den Sattel läuft, ne? Okay, jetzt geht's an Stimmen.
Oh, jetzt habe ich noch vergessen, die Stimmflöte. Eigentlich wollte ich alles mal zum Stimmen zusammensuchen. Also ihr könnt eine Stimmgabel benutzen, ne? Die hat ja den Ton 440 Hertz, also die Sinusfrequenz 440 Hertz. Ihr könnt ein Stimmgerät benutzen, natürlich elektrisches. Ihr könnt Stimmflöte benutzen. Was übrigens auch geht, ne? Die Seite A, der 440 Hertz Ton, ist übrigens derselbe Ton wie das Freizeichen im Festnetz. Also wenn ihr noch Festnetz zu Hause habt und nehmt ab, so, ist auch ein A. Konnte ich mir im Büro mal mithelfen, wenn ich irgendwelche Seiten aufgezogen habe. So, ich nehme jetzt aber mal ein Stimmgerät. Das heißt, ich mache es mir ganz einfach, hole mir mal das A eben kurz von der anderen Gitarre und stimme schon mal das A. So, Stimmgerät drauf, so in die Richtung ging es schon. Ne? Anstellen. Und jetzt ist die Kunst, in welche Richtung muss ich drehen. Ne? So, meins zeigt jetzt an. A-Seite. Ich bin immer schon bei G. Ne, damit man das sehen kann. G. Ist auch egal. Nicht? Weil ihr könnt ja auch lesen. Ne? So. Jetzt bin ich immer schon bei Gis. Und jetzt bin ich bei A. So, gleich die E-Seite. D. Kurbel, Kurbel. Jetzt bin ich bei E. Fertig. Jetzt kommt die D-Seite. B, C. D. Fertig. G. F. G. Ja, dass ich dann immer so anderthalb bis zwei Töne hochlegen muss, das ist auch so erfahrungswert. Ich meine, wenn man das dann 35 Jahre gemacht hat, dann weiß man schon ungefähr, wie fest man sie zurren muss. Zu hoch dreht man eigentlich nie. Bis so eine Seite dann überhaupt hält, sage ich gerne was zu. So, H-Seite, ups, die ist erst bei Fis, G, Gis, A. A ist B. Beziehungsweise deutsche H. Ne? Das erkläre ich später noch was zu. Es gibt nur in Deutschland, Schweiz, Österreich übrigens das H, ne? Und erniedrigt B. International ist es B und B-Flat, also Bess. Das ist die Geschichte. Macht immer sehr viel Spaß, wenn man auch Jazz, also Jazz, Rock, Pop unterrichtet. Da gibt es kaum ein H bei der Musik. Weder Jazz noch Blues. Und in der Klassik gibt es kein B und B-Flat. Ne? Da ist es dann H und B, kann ich ja mal dazu sagen. Und wenn man das dann auch den Kindern erklären will, was man selber kaum nachvollziehen kann, warum das überhaupt so gekommen ist. Das ist übrigens ein Übertragungsfehler gewesen, ja, aus der ganzen Barockzeit, 16. Jahrhundert und, glaube ich. Längere Geschichte, wird jetzt zu weit führen, will ja auch nichts durcheinander wirbeln. So, jetzt bin ich einigermaßen bei B, beziehungsweise der H-Seite, wie ihr wollt. G, oh Gott, da ist jetzt viel zu tun. Kurbel finde ich immer, nee, das mache ich dann nicht hochdrehen, lieber mit den Fingern, hat man das Gefühl. Ich bin immerhin schon bei D angekommen. Dis. So, endlich. So, und jetzt denkt man, die Gitarre ist ja gestimmt. Und jetzt hört mal hin. Ist sie eben nicht, ne? Weil was jetzt folgt, ist leider das Übel, was auf einer Konzertgitarre extrem ist. Deswegen würde ich niemals 3 oder 4 Tage vor einem Konzert oder Studioaufnahme neue Saiten aufziehen, weil sie wird sich einfach ewig wieder verstimmen. Das ist ganz normal. Müsst ihr euch so vorstellen, ihr zieht irgendwie so ein Gummi, lasst es wieder los, geht immer wieder in den Ursprungszustand zurück. Das heißt, wenn ich jetzt wieder stimme, wird das kein E mehr sein. Das ist schon wieder Diss, ne? Wieder nachstimmen. So, und dieses ganze Dilemma zu verkürzen, ist ganz einfach. Ich ziehe gerne, es geht bei Tag natürlich besser, aber auch abends die Saiten auf, weil sie dann über Nacht schon mal richtig auf Zug kommen können. Das dauert jetzt nämlich Tage, bis die halten. Wundert euch ja nicht, ihr habt dann nichts falsch gemacht. Das ist ganz normal. Ja? So, das bedeutet zwischendurch auch mal, und nicht so zimperlich sein, hier ruhig mal kräftig ziehen. Guck mal schon, wieder bin ich bei Diss. Ne? Wieder hoch, mal ziehen. Und wieder zu tief. Ne? Ganz normal. Einmal kurz alle schön durchziehen. Nicht zu rabiat, aber auch nicht zu zimperlich. Und schon habt ihr wieder bestimmte Halbtontiefe. Immer wieder nachstimmen. So. G. Das ist ganz normal. D. Was ich dann ganz gerne mache, ist,
keinen Bock, jetzt stundenlang mit der Gitarre hier rumzusitzen und immer wieder nachzustimmen. Ne? Das ist eben so, jetzt wenn ich was anderes zu tun habe, vielleicht noch eine Gitarre, Saiten aufziehen oder was essen, was weiß ich. Es macht überhaupt nichts, ne, bevor man sie dann aus der Hand nimmt. Einfach mal, ich gucke jetzt mal, ja, die ist jetzt hoch genug. So, ich bin jetzt doch unterhalb E. So, jetzt drehe ich einfach mal bis E hoch. Ja, und dann noch zusätzlich eine halbe Umdrehung höher. A. Zusätzlich halbe Umdrehung höher. Also praktisch höher als sie muss. Sie kommt sowieso wieder zurück. Bei den Nylon-Saiten mache ich sogar eine ganze Umdrehung höher. Also mache ich hier jetzt nochmal eine halbe höher, ja? Weil wenn ich das in einer Stunde wiederhole, ist sie sowieso schon wieder zu tief. Das geht den ganzen Abend so weiter. Bevor ich dann ins Bett gehe, nach dem Zähneputzen, stimme ich sie nochmal einen Ton zu hoch, die Nylon-Saiten, und nochmal einen Halbton, die Bass-Saiten. Und dann ist sie nächsten Morgen schon einigermaßen stimmbar, aber das geht dann nochmal so den Tag weiter. Je nachdem, ne, wenn du sie immer nur nachstimmst und wieder in den Koffer oder an den Ständer stellst, dann sollte man sie auch ein bisschen einspielen mal schon, ne, so mit irgendwas. Ne. Aber es sind jetzt 26 Minuten um, das wird ja irgendwie dann der Horror, wenn man so lange Videos dann sich reinziehen muss. Ne. Das Wichtigste ist auch gesagt, ich hoffe, es gelingt euch, Geduld und Spucke, Ruhe und Zeit nehmen, und natürlich auch das richtige Werkzeug und die richtigen Saiten. So, jetzt hoffe ich mal, ich habe nichts vergessen. Doch, habe ich. Hier hinten muss ich ja noch den Rest wegkneifen. Ne? Das habe ich früher mal nicht gemacht. Und durch die Vibration, könnt ihr euch vorstellen, der Schrabbel, Schrabbel, gibt es dann Strammeln auf der Decke. Also hier auch Zentimeter stehen lassen. Schwupps, weg damit. Nächste. Zentimeter stehen lassen. Übrigens klingt sie dann so am besten eingespielt so nach einer Woche. Weil erstmal klingen die Saiten noch so ein bisschen metallisch und ist irgendwie wie so mit neuen Schuhen. Ne? Die Gitarre muss eingespielt werden, die Schuhe müssen eingelaufen werden. Und jetzt mal biege ich das noch so ein bisschen hoch, dass das nicht auf der Decke schrabbelt. Wie gesagt, gibt kleine Löcher und Schrammen, außerdem klingt es blöd. Ist nämlich zu hören. So, ich könnte jetzt schon wieder nachstimmen und wieder nachstimmen und wieder nachstimmen. Jetzt stelle ich die mal kurz weg. Ich will das wirklich eben noch kurz zeigen, ja, wie sich das natürlich bei einer, ja, ist ein bisschen verstaubt, ich weiß, lange nicht mehr gespielt. Ne, hier werden dann die Saiten hinten durchgesteckt und ganz anders beim Aufziehen, seht ihr. Ne, das sind die verschiedensten Mittel, das ist also die Ovation bei der Lakewood, die ich habe. Seht ihr, das haben wahrscheinlich die meisten von euch, die eine Stahlsaiten- oder Western-Gitarre haben, mit dem Stift da oben festklemmen. Ne? Das ist immer total herrlich, finde ich. Ne? Das ist wirklich einfach und aufgewickelt wird es dann eben da. So, das kann völlig unterschiedlich sein. Dieselbe Art und Weise gibt es eigentlich nur bei den Konzertgitarren. Ne? E-Gitarre ist dann wieder anders, aber das würde jetzt zu weit führen. Wir sind ja jetzt immerhin schon bei 28 Minuten. Das soll genügen. Ich hoffe, es war alles zu sehen. Und dann drücke ich jetzt mal auf Stopp. Wünsche noch einen wunderschönen Abend. Ich weiß ja nicht, wie ihr es euch anguckt. Aber ich will auch noch ein bisschen üben heute. Und das nächste Mal wird ein Stimmgerät wieder aus. Spart man Batterie. Gezeigt habe ich auch alles. Ich will jetzt auch nichts vergessen. Ja, Putzlappen dürfen nicht fusseln. Alles andere habe ich gezeigt. Kurbel, Saiten. Ja, das war's.